Hallo und herzlich willkommen zu Dummy Kompakt mit mir, Susanne von der Hundeschule Jagdfieber. Und hier geht es rund ums Dummy-Training und nichts anderes. Okay, also, Dummy-Training, was soll ich da erzählen? Es gibt gerade die kostenlose Trainingsreihe den Dummy-Frühling. Und ich muss heute nochmal, auch wenn es nervt, nochmal darauf hinweisen, dass heute am 20. April, Donnerstag, das finale Training stattfindet. Und zwar das dritte. Also es gab ja eins, da ging es um Ausrüstung und Gelände. Dann gab es das zweite Training, da ging es um Begriffe und Trainingsplan und Trainingsaufgaben und welche Aufgaben man machen sollte. Und heute geht es um Videoanalyse und um Voran, also um nicht voran, also voran geht es, aber um Rituale, wie man sozusagen das Voran am besten aufbaut, damit es eben auch, ja, sinnvoll aufgebaut ist. Ja, also nicht so, so, morgen, heute üben wir jetzt 1 Meter auf dem Feldweg geradeaus und morgen 100 Meter durch die Walachei. Jetzt mal ganz überspitzt besprochen, ja. Und da habe ich gedacht, vielleicht sind ja noch ein paar dabei, die das nicht mitbekommen haben, dass es den Dummy-Frühling gibt. Ich glaube, es gibt keinen mehr in Deutschland, aber vielleicht ja doch. Und falls du eine Person bist, die sagt, was für ein Dummy-Frühling? Hä? Wie? Wo? Wollte ich dich heute nochmal darauf hinweisen, dass in einer Stunde geht's los um 20 Uhr. Und du kannst dich jetzt noch anmelden unter hier oben, warte kurz, nee, da. www.hundeschule-jagdfieber.de/dummy. Ganz kostenlos, ganz entspannt, musst mir nur die E-Mail-Adresse von dir geben und dann schicke ich dir alle E-Mails per Post. Also per E-Mail. Nicht per Post. Per Post machen wir das nicht. Auch wenn die Post, egal. Wir hatten ein schönes Posterlebnis. Ich versuche gerade mal zu gucken, ob ich mal was sehe. Hallo Franziska, Eva ist da, Biene ist da, Elke ist da, hallo, hallo. Und genau, ich glaube, also Elke war auf jeden Fall auch bei meinem Training dabei, bei den ersten beiden. Also für dich wird das jetzt hier nichts Neues sein. Aber ich dachte, ich teaser einfach mal so ein bisschen an, was wir die letzten beiden Male ganz kurz gemacht haben, weil die Aufzeichnungen dazu sind noch bis zum 27. April zur Verfügung. Ja, also man kann sie noch nutzen. Ja, also nächsten Donnerstag. Das heißt, wenn du sagst, Mist, jetzt habe ich das verpasst, weil ich höre das, was ich gerade hier live erzähle, höre ich dann erst auf YouTube in der Aufzeichnung oder so. Kein Ding, kannst dich immer noch anmelden und dann kriegst du alle Links dazu, wo du die Aufzeichnung finden kannst. Ja? Hallo Christina. Ist schön. Okay, dann schalte ich mal ganz kurz rüber. Da. Und zwar, das erste Training war ja, wie gesagt, die Ausrüstung. Ja, also was brauchst du beim Start, wozu und so weiter. Also nicht nur, das musst du kaufen, sondern wozu ist das sinnvoll? Warum solltest du das haben? Ja, und wir haben uns über die Auswahl des Geländes unterhalten. Das heißt, ich habe gesagt am Anfang, du brauchst eine Tasche, eine Weste, einen Rucksack. Man braucht keine Dummy-Weste gleich für den Start. Ja, ganz wichtig, da wurde ich nämlich ganz viel gefragt, weil die relativ teuer sind. Nein, ich finde die Dummy-Westen einfach super, weil da hat man alles beisammen und kann sozusagen gleich losstarten. Aber es reicht ein Beutel, eine Tasche. Ich habe auch angefangen mit, kennt ihr diese, man hat so eine, wie nennt man diese Sachen, die man bei solchen Messen und so bekommt, so eine Taschen mit so einem Schlapp dran, ja, habe ich mir auch umgehangen, habe mir da die Dummies reingetan, gar kein Drama, ja. Erstmal, um einfach zu starten. Das heißt, man braucht Dummies, Spielzeuge, Pfeife, eine Moxon, ist eine Leineart und eine Futterschüssel oder Schüsseln. Wieso, weshalb, warum, was für welche, in welcher Ausführung, wie die aussehen, erfährst du alles im Training, in der Aufzeichnung, ja. Dann haben wir auch über das richtige Gelände gesprochen, das heißt, worauf solltest du achten? Was sind denn Eigenschaften guter Gelände, ja? Und was sind Eigenschaften ungeeigneter Gelände? Ja, dass du auch einfach mal durch dein Gelände läufst, also beim Spaziergang, mal mit offenen Augen. Und das ist so lustig, immer wenn ich Menschen damit infiziere, mit diesem Dummy-Virus, dann merken sie plötzlich, oh, guck mal, da kann man was machen, da kann man das machen, guck mal, hier könnte man rüberschicken, ja? Und genau darüber haben wir uns unterhalten. Das heißt, wir haben dann nochmal festgestellt, dass man im Wald trainieren sollte, auf der Wiese trainieren sollte und in Unwegsamen trainieren sollte. Also die gleiche Aufgabe. Du hast eine Aufgabe und du solltest du mindestens in diesen drei Bereichen einmal üben oder mehrmals üben, damit du genau weißt, dein Hund hat nicht verstanden, ah, voran heißt, immer auf einer Wiese laufe ich geradeaus, sondern egal wo ich bin, soll ich geradeaus laufen. Und dann sind wir so Bilder durchgegangen, da habe ich dann gezeigt, was ein Geländeübergang ist, was jetzt ein Waldstück ist zum Beispiel. Also was ein geeignetes Waldstück ist, was eine geeignete Wiese ist und was ein geeignetes unwegsames Gelände ist. Ja?
Ja, Biene freut sich schon auf heute Abend. Sehr gut. Also ich bin auch schon voll dabei. Ich bin schon ganz kribbelig. So, und dann sind wir genau noch die Eigenschaften dann durchgegangen. Da habe ich dann wieder Fotos gezeigt und wir haben es ein bisschen rumgemalt und so. Also das war sehr, sehr lustig. Das heißt, wenn du darüber gerne was lernen möchtest, bis zum 27. April kannst du dir das angucken. Das ist das die Aufzeichnung zum ersten Training. Da musst du dich nur anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de/dummy zum Dummy-Frühling. So, zweite Training, das lief, glaube ich, am Freitag. Nee, erste Training lief am Freitag, zweite Training lief am Dienstag, also vor 2 Tagen. Da ging es um Begriffe im Dummy-Training und die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit. Und da habe ich die drei Säulen erklärt, auf die Dummy-Training ja beruht. Das Ding mit Markieren, Einweisen und Suche. Und da habe ich auch erklärt, was ist denn normal markieren, was ist denn einweisen, was ist Suche, was ist der Unterschied, was sagt man wann, was für Begriffe gibt es zum Beispiel beim Einweisen, da gibt es ja voran und back und Seite und das Ganze alles. Habe ich alles erklärt, das erfährst du in der Aufzeichnung dort. Und dann habe ich auch auf etwas hingewiesen, und zwar auf ein Trainingsproblem. Das mit diesen drei Säulen kann man leider nicht richtig trainieren. Also man weiß zwar, was da sozusagen dann ist, also du weißt dann, was eine Markierung ist und du weißt, dein Hund muss das auch können und der muss auch einweisen können. Aber wie du da jetzt anfängst, ist ein bisschen, ja, wie einer so schön im Kommentar wie einer so schön in einem Kommentar schrieb in Zoom, schön, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil ich habe ja genug zu tun. Ja, genau darum geht's. Man fühlt sich total so, oh mein Gott, das muss mein Hund alles können. Man weiß halt nicht, was man als erstes trainieren soll, was man danach trainieren soll. Darf man was zusammen trainieren? Sollte man was überhaupt gar nicht zusammen trainieren? In welcher Reihenfolge also macht man das Ganze? Wie baut man das strukturiert auf? Wie kann ich das so machen, dass ich fokussiert bin, dass ich sagen kann, ich kann jetzt mal mich 2, 3 Wochen nur auf diese Sache fokussieren und nicht im Hinterkopf immer wieder haben, aber muss ich nicht auch noch das machen? Aber das war ja auch noch. Stimmt, ich habe jetzt die eine Säule wieder nicht gemacht und so weiter. Ja? Und man sieht auch nicht so wirklich den Fortschritt daran, ja, weil das ist so ein bisschen, ja, der Hund kann markieren, aber hat er denn, also was sind so die Schwierigkeiten auf dem Weg, die man trainieren sollte? Und dass man die auch immer wieder erkennt, dass der Hund das schon geschafft hat. Darüber haben wir uns unterhalten. Und dann auch, dass es 2 blinde Flecken gibt bei diesen Säulen. Und zwar die Kommunikation und die Frustbewältigung vom Hund. Diese Säulen gehen einfach davon aus, dass du einen Hund hast, der sagt, ja, ich möchte arbeiten wie wild, aber ich bin total leise, ruhig, entspannt und ich kann mir das alles ganz relaxed angucken. Ja, das sind. Es gibt keine Übungen, die dem Hund beibringen, mit diesem Frust umzugehen, dass er eben nicht sofort losrennen darf, sondern dass er warten sollte, dass er auf dein Kommando hören sollte, dass er mit dir kommunizieren sollte, also nicht sein Ding machen sollte, so nach dem Motto, ich kann alles alleine, sondern der Hundeführer hier hinter mit der Pfeife im Mund, der hat was zu sagen und der mich dann zum Erfolg führt. Ja, darüber haben wir gesprochen und dann habe ich genau gesagt, es ist nämlich nur eine Übersicht und kein Trainingsplan. Und dafür habe ich dann die Roadmap erklärt im Dummy-Training, die wir am Team Jagdfieber auch durcharbeiten. Und dass man das dann, also wie man das jetzt so arbeitet und wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie man das anwenden sollte und wie du dann einfach einen Trainingsplan hast, der dich eben nicht überfordert, ja, den du Stück für Stück abarbeiten kannst. Oder abarbeiten hört sich wieder so gemein an, aber es ist mehr so, ja, mit dem du trainieren kannst, dass du sagen kannst, okay, ich habe eine Struktur, ich weiß, wo es lang geht. Weil das Ziel dieser Roadmap ist, dass du in allen Feldern deinen Hund trainierst. Dass du nicht erst zum Beispiel sagst, okay, ja, die erste Prüfung ist ja nur Markieren und große Suche, also trainiere ich hier jetzt die ersten 2 Jahre. Dann hast du aber einen Hund, der wahnsinnig unabhängig ist und nicht dir vertraut. Und auch nicht mit dir kommuniziert. Und Frust kann er erst recht nicht ab. Ja? Das heißt, man muss in allen 4 Feldern trainieren und jedes Element des Dummy-Trainings ist auch in einem Feld hauptsächlich angebracht, sage ich mal. Also der Kompfiff ist vor allem die Kommunikation. Ja? Und zum Beispiel jetzt. Und das sind wir durchgegangen, die Ziele der Roadmap, wie sie funktioniert, wie man sie anwenden kann. Und danach gab es dann noch einen schönen Download und zwar die Trainingsaufgaben fürs Voran und den kleinen Suchenpfiff, genau in den Stufen, in diesen Schwierigkeitsstufen, die wir auch im Team Jagdfieber trainieren. Ne? Also, wenn du das haben willst, dann musst du nur die anmelden. Okay. So, die ganzen Aufzeichnungen stehen bis zum 27. April zur Verfügung. Kannst dich einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de/dummy
Und heute, also falls du das jetzt in diesem Moment siehst, ja, so jetzt, so in diesem Moment, dann kannst du noch dabei sein beim Live heute um 20 Uhr am 20. April. Musst dich nur anmelden, dann kriegst du die E-Mail und in der E-Mail steht, wo du raufklicken sollst, damit du uns findest, damit du unseren Zoom-Raum findest und dann bist du auch gleich dabei. Und heute geht es nämlich um Videoanalysen und das Team Jagdfieber, das stelle ich vor. Und plus, für alle, die es nicht geschafft haben, sich die live dabei zu sein bei den letzten beiden Trainings, ich habe immer im Live einen besonderen Boni gezeigt, also einen Tipp, ein Hack, der einem sehr viel weiterhilft im Dummy-Training, der jetzt aber nicht unbedingt notwendig ist, den zu haben, aber das ist schon ziemlich praktisch, wenn man das weiß. Und diese beiden Bonis werde ich heute nochmal erwähnen und erklären und die werden wiederum nicht im Live, also in der Aufzeichnung dabei sein. Das heißt, live dabei sein lohnt sich, wie immer. Und auf jeden Fall werden wir ganz, ganz viel Spaß haben. Und ja, das war's. Mein Wort zum Sonntag ist beendet. Ja? Also, wie gesagt, wenn du das jetzt als Aufzeichnung siehst bei YouTube, dann ist es leider schon vorbei. Wenn du es jetzt live siehst, ich weiß gar nicht, wer mich hier live sehen kann. Kann man mich auch auf Instagram sehen eigentlich? Ich weiß, man kann mich auf Facebook sehen, aber auf Instagram weiß ich nicht genau. Also falls du das live siehst, kannst du dich noch anmelden. Ansonsten kannst du auch in die Facebook-Gruppe kommen. Weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, Hundeschule Jagdfieber? Nee, Dummy und Co. Dummy und Co. Trainingsgruppe oder irgendwie so. Ja? Geh einfach auf meinen Namen, dann findest du es. Wir sind normalerweise organisiert. Heute ist alles ein bisschen drunter und drüber. Ja? Nächstes letzte Live, da sind wir alle mal ganz aufgeregt. Ich vor allem. Okay, gut. Dann werde ich mich mal bereit machen fürs Live um 20 Uhr. Ab 19.30 Uhr könnt ihr ja schon alle in den Warteraum kommen. Dann könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Wir haben ein bisschen Musik vorbereitet, damit ihr euren Ton und so weiter testen könnt in Zoom. Und bis dahin, wir sehen uns hoffentlich gleich. Ansonsten wünsche ich dir noch wahnsinnig viel Spaß mit deinem Hund beim Dummy-Training und bis demnächst. Tschüss!